Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir mal wieder endlich ein Full-Face-Beauty-Boxen. Da habe ich allerhand aus den letzten Boxen gesammelt und wenn du Bock drauf hast, das Ganze in dieses Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Grundgedanke ist ja immer schön und gut, wenn wir so tolle Beauty-Produkte in den Beauty-Boxen drin haben, die einen immens krassen Wert zu haben scheinen, haben sie aber dann auch wirklich eine gute Qualität und wie funktioniert das eigentlich in Kombination? Dafür mache ich diese Videos. Ich verlinke die Produkte in der Infobox und auch die Boxen, aus denen die Produkte so sind, dass ihr dann gucken könnt, falls ihr Bock auf die Box haben solltet, ne, dass ihr euch die anschauen könnt. Ich glaube, den Schmuck packe ich ans Ende, weil der ist doch etwas klobiger. Und ich starte mit etwas, das hatte ich im Trashy 2.0, was im Mai 2024 bei mir eingetroffen ist. Ist hier von M. Asam die Glow Up Cream. Kann man super als Primer verwenden. Ich persönlich würde sie jetzt nämlich eher weniger als Tagescreme verwenden, weil sie mir dazu einfach zu schimmernd ist. Also da muss ich auf jeden Fall was drüber machen. Muss die so knetig riechen? Das ist nämlich jetzt meine aus der Sammlung. Nicht, dass die jetzt gekippt ist. Das wäre natürlich blöd. 9 Monate darf die offen sein. Gucken wir mal. Wenn ich morgen so fette Pusteln habe, dann ist die wahrscheinlich nicht mehr gut gewesen. Also wenn ich jetzt ganz genau hingucke, sehe ich das, ne? Dass man da halt so einen Glanz sieht und so. Ich finde Glow schön, aber es wäre mir, wenn ich ungeschminkt bin, tatsächlich ein bisschen zu viel. Witzigerweise eigentlich, ne? Dann hatte ich so eine Flakon Box mal mit dabei gehabt. Ich habe mir Produkte gekauft von verschiedenen Firmen und dann gab es als Goodie das on top. Ist auch schon eine Weile her. Da gab es hier von Giorgio Armani die Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation mit 5 Millilitern. Shade 4, genau. Habe ich mir jetzt extra mal für den Sommer aufgehoben, weil vielleicht passt die mir sogar. Mal gucken. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Du findest bei Flaconi oder generell auch bei Douglas oder den ganzen Parfümerien halt auch immer die Möglichkeit, dass du irgendwelche Goodies auch mit dazu bekommst. Und das war, glaube ich, auch so eine Box in Kooperation mit Jennifer Cesaro oder so heißt die. Ich werde mir das Ganze jetzt einarbeiten mit diesem Pinsel. Und zwar war der drin in der Goodiebox Social Media oder So Me Edition im Juli 2024. Das ist der Flat Cut Powder Brush. Also ich persönlich würde ihn eher als Foundation Pinsel bezeichnen. Und die Foundation ist noch ein Ticken zu dunkel, ne? Na, wobei, wenn man sich jetzt nicht so super viel aufträgt, dann verblendet die sich ja eigentlich auch ganz gut. Ja, man sieht es zum Hals, ne? Und die Goodie Box So Me Editions sind ja quasi die neuen Welcome Boxen. Also was man quasi als Box bekommt, wenn man ganz neu die Box abonniert. Da sind dann halt immer so ein paar Highlight-Produkte drin aus den vergangenen Monaten. Der Pinsel ist ganz schön, aber tatsächlich als Foundation-Pinsel ein bisschen zu klein. Also da bin ich jetzt wirklich viel am Rumrödeln. Ja, aber die Foundation ist einfach super geil, ne? Muss man wirklich sagen. Stehe ich ja drauf. Die hat eine ganz, ganz tolle, angenehme Deckkraft. Du siehst trotzdem noch so ein paar, ne, Muttermale, Rötungen, Sommersprossen und so weiter durch. Aber die Haut ist wie perfektioniert. Aber sie ist jetzt nicht irgendwie super krass matt oder sonst was. Sieht so schön aus. Also die mag ich. Ich meine, ich hatte die auch mal da, aber halt auch in einer viel zu dunklen Farbe. Ich glaube, das war auch die 4. Deswegen immer tiefer runterblenden, ne? Ich habe jetzt kein neues Produkt. Das ist wirklich noch das, was ich eben aufgetragen habe. Und das verteile ich jetzt immer weiter und weiter und weiter, bis ich an meinen Füßen angekommen bin. Nein, also das lassen wir jetzt so. Und oh mein Gott, dieses Finish. Richtig geil. Ja, einen Concealer habe ich jetzt nicht irgendwie in Boxen drin gehabt. Das ist auch eher ungewöhnlich. Dann nehme ich hier von Nabla meinen Regeneration. Der ist in meinem Project Pen drin. Das kann ich euch mal im i verlinken, was das genau bedeutet. Da wiege ich Produkte ab, die ich mir rausgesucht habe zum Aufbrauchen. Und da ist der aktuell drin. Und ihr bekommt auch aktuell bei Purish mit Claudis Welt 10 10% Rabatt auf meine komplette Collection-Zeit. Bekommt ihr eigentlich immer. Und auf die aktuellen Aktionen, ne? Da haben die gerade auch so einen Summer Sale, glaube ich. In der Goodie Box Crush Juli 2024 hatte ich hier von Glove dieses süße Schwämmchen drin. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch schon da. Habe ich jetzt mal komplett schön angefeuchtet, ne? Und damit kann ich mir jetzt auch den Concealer richtig schön einarbeiten. Das ist richtig schön weich, aber nicht zu weich. Ich mag den sehr, sehr gerne. Boah. Und Foundation und Concealer vertragen sich mega gut. Ich muss den aber noch ein bisschen aufbauen. Denn ich habe aktuell, ne, so ein paar Geschichten. Ich habe diese Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen, weil Julius sich gedacht hat, ich halte mal Mama und Papa echt auf Trab. Also der ist um 4:30 haben mein Freund und ich die Übergabe gemacht. Also dass ich dann quasi zu Schatzi kam und gesagt habe, ich kann nicht mehr, jetzt bist du dran. Und ja, genau. Weil, also für mich gestern hat mein Papa... Oh, ich trage gerade an der Nase die Foundation ab. Meinem
lieben Sohn das erste Mal Kuchen gegeben. Und das gab natürlich einen ordentlichen Zuckerschock, ne? Okay, ja, Schwämmchen ist gerade nicht so gut für die Foundation, merke ich gerade. Also ich habe das ja mit ganz normalem Wasser angefeuchtet, ne? Scheint die Foundation nicht so gerne zu mögen. Hm. Aber Pinsel mag sie sehr gerne. Schön, dass wir hier über Befindlichkeiten von Make-up-Produkten sprechen. Tja, jetzt ist die Frage der Reihenfolge. In der Blissim-Box Juni 2024 hatten wir von Pi dieses Schätzelein drin. Das ist eigentlich ein Produkt, also ein Liquid Bronzer. Der ist schon, oder eigentlich, ja doch, das sind Impossible, The Impossible Glow, die Bronzing Drops. Und zwar habe ich hier drin 10 Milliliter. Das ist eigentlich ein Produkt, was es schon sehr, sehr lange auf dem Markt gibt. Aber jetzt aktuell ziehen ja alle Firmen hinterher, ne? Also man hat es ja auch bei dem Catrice Sortiments Update gesehen, dass die da tatsächlich jetzt auch solche Produkte mit aufnehmen. Scheint jetzt irgendwie so das Ding zu sein. Das kennt man ja von verschiedensten Firmen, ne? Also weiß ich nicht, auch von Typology habe ich das letztens mal gesehen und. Dementsprechend hat sich Pi gedacht, ja cool, jetzt sind wir wieder up to date. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich das so finde. Ich weiß noch, die letzten Male, wo ich das damals vor Jahren verwendet habe, habe ich das nicht so hart gefeiert. Ja, ne? Und dann trage ich mir das hier mal auf wie so ein Bronzer quasi, oder? Ist halt super wässrig. War damals super gehypt. Also viele feiern dieses Ups, jetzt habe ich mir ein bisschen viel aufgetragen. Viele feiern dieses Produkt halt sehr. Ich gehörte da nicht so ganz zu, weil ich jetzt nicht so die Glow-Bronzing-Queen bin. Was halt an meinem Hauttypen halt auch liegt, ne? Ich habe so einen kühlen, neutralen Hautunterton. Damit so warmen Produkten dran zu arbeiten, kann schief gehen. Lässt sich okay verteilen. Finde ich jetzt aber auch nicht schön. Noch nicht. Kann man vielleicht auch ganz gut in eine Foundation mit einmischen, die vielleicht sogar ein bisschen zu hell ist oder so, um ihr entweder mehr Glow zu geben oder sie halt ein bisschen ja, sommertauglicher zu machen. Aber so als Bronzer aufs Gesicht, ich weiß ja nicht. Also das trocknet schon sehr, sehr an. Das habe ich jetzt gerade mit einem trockenen Tuch nicht gut runtergekriegt, aber hier mit so einem feuchten Putztuch schon, ne? Das funktioniert. Na, mal gucken, wie das gleich abgepudert aussieht. Erstmal müssen wir hier noch ein bisschen mehr Tralafitti machen. Da habe ich hier von Rimmel Kind and Free den Tinted Multistick. Das ist dieser hier. Und den kannst du ja für alles Mögliche verwenden, genauso wie die von Yepoda und so weiter, ne? Habe ich in 002 Peachy Cheeks. Und der war in der Notino-Box drin. Und zwar in der Nummer 5. Also die Farbe ist schon nice. Ich weiß nicht, gebe ich mir das direkt aufs Gesicht? Ich glaube, das war gar nicht mal so super krass. Aber ich versuche es jetzt erstmal an den Handrücken zu geben. Dann kann man das nämlich auch ein bisschen schon mal anwärmen. Ne? Also die Farbe ist wunderschön. Und dann mache ich das mit einem Pinsel. Nehme ich mir das Produkt hier quasi auf. Gebe mir das dann auf die Wangen. Sehr, sehr subtil. Vielleicht dann doch irgendwie direkt aufs Gesicht. Aber der Stick ist halt so hart. Ne? Da hatte ich gerade ein bisschen Bedenken, dass ich mir meine Base dadurch abtrage. Verbindet sich aber erstaunlich gut. Sowohl mit diesen Bronzing Drops als auch der generellen Base, die ich so drauf habe. Das ist schon schön. Ich mag ja auch gerne diesen sonnengeküssten Look. Also dieses halt auch so ein bisschen über die Nase und so. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, einen Blush aufzutragen. Aber das ist halt echt voll mein Vibe, dass ich dann jetzt quasi in diesem Step total aussehe, als hätte ich ein bisschen lange in der Sonne gechillt. Schön. Und hier gefällt mir das auch in Kombination mit den Drops. Bin ich ehrlich? Das ist eine gute Kombi. Das funktioniert. Im Glossy Sale habe ich gerade jetzt im August erst von Lottie London wieder dieses Puder drin gehabt. Das ist dieses Rosane, ne? Das ist richtig toll. Das hatte ich auch schon in anderen Boxen drin gehabt. 5 Gramm haben wir hier in diesem Pöttchen drin enthalten. Nehme ich mir ein bisschen hier mit dem feuchten Schwämmchen auf. Sau meinen ganzen Tisch damit zu. Yay. Ein bisschen in die Hand einarbeiten und dann kommt das erstmal mit dem Schwämmchen um die Augen und überall da, wo ich Concealer aufgetragen habe, hin. Und dann verwende ich aus der Goodie Box selber, war das glaube ich, oder? Die Goodie Box, ja, Juli 2024 habe ich hier von Skön so einen Pinsel drin gehabt. Und den verwende ich jetzt einfach mal auch für alle Puderprodukte generell, die ich hier so habe. Das heißt, ich nehme mir erstmal was in meinen Deckel. So, dann arbeite ich das mit dem Pinsel ein. So, und dann pudere ich mein komplettes Gesicht damit ab und habe hier eine kleine Staubwolke. Okay, der Pinsel hat sehr, sehr lange Borsten. Das heißt, da kann ich nicht so kontrolliert mitarbeiten wie mit anderen Pinseln, die ich so sonst verwende. Aber ja, schön. Also fühlt sich nicht kratzig oder piekt sich auf der Haut an. Mensch, macht ein gutes Gefühl. Ich muss aber sagen, dass man den jetzt nicht zu dem Preis sich so kaufen müsste, um das jetzt mal ganz ehrlich auf den Tisch zu bringen hier. Erstaunlich, wie gut mir jetzt das Ganze hier mit dem Blush und dem mit den Drops so gefällt. Ja, vor allem fürs reale Leben so, ne? Da ich jetzt aber gleich richtig Kabittjes mit den Augen geben werde, werde ich mir jetzt hier noch ein bisschen was drüber geben. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Da haben wir hier von Train It Up dieses Face Contouring Set. Das hatten wir in der Pink Box Juni 2024 drin. Da nehme ich jetzt
Ciao, erstmal den Pinsel rüberwerfen, diesen Konturton, um das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen zu dämpfen, dass es nicht ganz so orange für mich aussieht. Witzigerweise macht der Konturton das jetzt irgendwie sogar noch ein bisschen wärmer. Komisch. Naja, hat das jetzt einen riesigen Effekt gehabt? Nö, eigentlich nicht. Dieses Blush, was ich mir jetzt auch noch auftragen werde, hatten wir in zwei Goodieboxen drin. Einmal war das in der Mai-Box 2024 und auch in der So Me Juli Version mit dabei. Das ist von T-Suit of Armor Don't Blush Me Blush in der Farbe Don't Blush Me Blush. Ne? Nein, in der Farbe Mauve. So schaut der aus und der ist doch eher herbstlich unterwegs, um das, mal gucken. 4 Gramm haben wir in dem Produkt übrigens enthalten und das ist, glaube ich, nicht die normale Verkaufsverpackung. Ich glaube, das ist halt eher so die, weiß ich nicht, Sample-Verpackung oder so. Wisst ihr da mehr? Weil das ist halt ja so Pappe, ne? Genau, den trage ich mir jetzt hier einfach nochmal on top drauf. Der ist schön, aber schon recht. Der kann was. Also ich habe den jetzt super, super leicht nur aufgetragen und der ist schon da. Süß! Schon, ne? Sieht jetzt ein bisschen aus, als hätte ich hier so... Habe ich aber nicht. Dann Highlighter. Das ist, bekommen wir nicht oft in irgendwelchen Boxen. Ne? Hatten wir im Mai 2024 in der Glossy Box drin. Von Floss ist das dieser Highlighter. Den fand ich super interessant beim Unboxing und bin jetzt wirklich gespannt, wie er aussieht. Brighten Up Highlighter. 4 Gramm sind drin enthalten. Ich habe die Farbe Sunlit. Ein Light Champagne with Ultrafine Gold Pearl Ton. Kann funktionieren, kann aber vielleicht auch ein bisschen zu warm sein. Wir schauen mal. Ne? Das ist ja einmal die Verpackung und ich meine auch, genau, geswatcht habe ich den auch, dass ich den eigentlich im ersten Moment auch sehr, sehr schön fand. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich einfach mal super gespannt, wie der dann auch im Gesicht aussieht. Ich glaube, wir können Freunde werden. Das heißt, ich nehme jetzt hier, weil ich pinselwaschfaul bin, einfach den gleichen Pinsel, mache da das Restprodukt noch ab, ne? Und dann schauen wir mal. Okay, so kommt jetzt noch nicht so viel. Gar nicht. Okay, vielleicht ein anderer Pinsel. Nehme ich hier von Luxie. Tapered Highlighter, den hatten wir auch mal irgendwo in der Box drin. Mal ein bisschen derber rein. Der ist nämlich eher cremig von der Textur her. Deswegen kommt er nicht so easy aufs Gesicht und der ist wirklich relativ warm. Bist du eigentlich, also vom Gefühl, doch, das ist eher ein Creme-Highlighter. Okay, wenn ich halt nämlich auch so richtig, kannst du richtig eindrücken wie diese MAC Blushes, ne? So ist das. Und wenn ich den jetzt nehme, habe ich Angst, dass ich mir die Foundation oder so abtrage. Oh, auf jeden Fall löst sich der Pinsel auf. Das darf der aber nicht. Der ist doch sau teuer gewesen. Krass. Ja, nehmt euch da auf jeden Fall fester gebundene Pinsel für, ne? Dann kriegt man den auch aufs Gesicht. Ja, kann man machen. Ist mir aber zu dunkel. Noch so ein Nabla-Produkt, was ich jetzt so mit reinschmeiße, ist hier der Brow Divine in der Farbe Venus, weil ich keinen augenbraunen Stift oder so hier in Boxen drin hatte. In der InStyle-Box von Juni diesen Jahres gab es hier von Gotobé das 2-in-1 Styling-Gel für Augenbrauen. Und halt so, ja, wenn du irgendwelche abstehenden Härchen hast, ne? Hatten wir sowas nicht schon mal da? Ist das irgendwie eine Neuauflage oder so davon? Denn ich kenne ja noch diesen Superglue, dieses Brow Gel. Hast du nicht gesehen? Das ist jetzt hier in der schwarzen Verpackung. Keine Ahnung, habe ich jetzt so in der Drogerie auch noch nicht gesehen gehabt. Hier haben wir das Produkt einmal dran. Da haben wir so ein bananenförmiges Bürstchen. Ne? Eine Seite ist so ein bisschen geschwungener, die andere ist relativ gerade. Riecht halt auch einfach nach dem Haargel. Ne? Das kämme ich mir hiermit erst so rein. Und ich glaube, dann mit den langen Borsten muss man das auskennen. Es ist halt ein relativ nasses Produkt, wie halt Haargel so ist. Ne? Aber es hat jetzt soweit alles auch schon mal in Form gebracht. Müssen wir mal gucken, wie das so antrocknet. Aber im ersten Moment gefällt mir das schon mal ganz gut. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, das hatten wir, ich glaube, so oft. So oft in irgendwelchen Beauty Bay Mystery Boxen drin. Und zwar ist es die 9 Color Palette Berries von der By Beauty Bay Geschichte. Also die Beauty Bay Eigenmarke By Beauty Bay. Und ich habe mir gedacht, dass viele von euch das sicherlich mal interessieren würde, was man da so für Looks mitschminken kann. Huch, ja. Denn das ist halt wirklich eine Palette, die jetzt nicht so super krass alltagstauglich ist, denn ich denke auch so generell, diese Bärentöne, diese sehr warmen, pinkigen Looks sind jetzt nicht unbedingt welche, die man recht häufig sieht. Ich persönlich schminke sie zum Beispiel auch nicht sehr, sehr viel. Ich sehe schon direkt auf den ersten Blick, dass ich hier noch ein bisschen Unterstützung von anderen Geschichten brauchen könnte, denn wir haben schon hier einen relativ hellen Schimmerton auch mit dabei, der auch so eine bläuliche Unternote mit dabei hat, aber allein von den matten Tönen her ist das Ganze doch etwas dunkel. Erstmal schaffe ich mir so eine Basis und dazu nehme ich diesen hellsten Ton, dieses rosa Doll. Den setze ich mir sowohl in meine Lidfalte als auch hier nach außen hin und definiere jetzt schon mal so die Grundform von dem Augenlook. Na, dann kann ich dich auch direkt mal an den unteren Wimpernkranz setzen. Dann verblende ich den schon mal so ein bisschen an den Ecken und Kanten und habe damit schon mal meine Basis geschaffen. Also das ist, ne, jetzt schon wild, aber ich finde es trotzdem irgendwie süß. Dann nehme
ich mir einen etwas dunkleren Ton und zwar nehme ich Lilo, den mittlersten Ton hier. Der ist schon sehr, sehr beerig, ne? Also da bin ich jetzt nicht ganz so vorsichtig. Mal gucken. Den setze ich mir hier außen hin, sowohl hier oben als auch hier unten. Der ist auf dem Auge nur ein kleinen Tick dunkler als das, was ich schon drauf habe, ne? Also ich hätte gedacht, da wäre der Farbunterschied krasser. Ich setze mir den auch ein bisschen in meine Lidfalte. Und dann nehme ich mir den Ton Loyalty. Das ist dieser ja, dunkle Beereton. Der Journal ist noch ein bisschen mehr lila-mäßig, ne? Aber den Loyalty werde ich jetzt einfach mal nehmen. Den setze ich mir wirklich nach außen. Auf dem Auge ist der auch gar nicht so dunkel, was ich jetzt nicht so schlimm finde, ne? Also für mich schreit die Palette bislang eher pink als beerig. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Sieht wild aus, aber ich mag's. Dann kommt jetzt mein Freund der NYX Glitter Primer in Einsatz. Ne? Also den verwende ich sehr, sehr gerne, vor allem auch mit Beauty Bay Paletten, weil die Schimmertöne, die sind halt immer richtig heftig. Und damit bleiben sie wirklich an Ort und Stelle. Und das kann ich jetzt einfach sehr, sehr gut gebrauchen. So, ich möchte jetzt die zwei hellsten Schimmertöne hier raus verwenden. Das ist einmal hier in der Mitte oben das Sofa. Das ist super, super weich. Also das ist ein sehr weiches Sofa, genau. Und ja, so ein richtiger pinker Schimmerton. Ich glaube, das passt ganz gut. Den presse ich mir hier außen hin oder tupfe ich vielmehr. Ich drücke ja hier nicht durch die Gegend, ne? Und dann ungefähr so bis zur Hälfte meines Lides. Er kann schon was, ne? Und nach innen gebe ich mir dann den Ton Cloud. Den hatte ich ja eben schon ins Auge gefasst. Wunderschön. Also der ist auch pudrig, aber der ist nicht so... Wie soll ich das sagen? Nicht so cremig fühlt er sich an. Der kommt dann nach innen. Schon eine sehr, sehr nice Kombi, finde ich. Also das ist schon ausgefallen, ne? Vor allem, dass wir hier so eine Art Duochrome haben, finde ich abgefahren. Und ich glaube, zum Look passt einfach auch ein matt-weißes Inner Corner. Da habe ich hier die Love mit Oscar Atem Palette. Yo, wow, das ist nämlich sehr intensiv. Ich hatte es vergessen, wie intensiv das ist. Und Leute, das sieht doch richtig genial aus. Also ich mag es. Ich mag sonst nicht so gerne, wenn ich halt so rosa oder pinken Lidschatten trage. Aber dieser Look, der slayt. Der ist cool. Dann hatte ich in einer Lidl Mystery Box Juni diesen Side FX Gel Liner drin enthalten. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie eingetrocknet ist oder so, weil das passiert leider bei diesen Lidl Linern sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, ob Purish die auch im Sortiment hat. Dann könnt ihr da sicherlich auch ein bisschen was drauf sparen mit meinem Code. Die Farbe Fidelity habe ich hier. Da sind 5 Gramm drin. Also ich glaube nicht, dass man den aufgebraucht bekommt in der Zeit, bis er halt eingetrocknet ist, ne? Naja, sowieso immer sehr wichtig, halt dieses Deckelchen immer wieder drauf zu machen. Und der sieht schon sehr, 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 sehr trocken aus. Ich nehme mir jetzt hier auch von Luxie so einen Pinsel. Das ist eigentlich ein Brow Pencil, genau, ein Augenbrauenstift. Aber ich versuche ihn jetzt mal hier für Eyeliner. Nee, das funktioniert schon mal nicht. Vielleicht, wenn ich da so ein bisschen was an Setting Spray oder so reinmache oder Wasser. Nee, Wasser ist auch blöd. Ich versuche es jetzt mal mit so einem Spray. Einfach oben ein bisschen... Büb, reingemacht, ne? Einarbeiten. Ich glaube, ich habe es noch nie wirklich geschafft, so einen Gel-Liner auch wirklich mal verwenden zu können, weil die mir immer vorher eintrocknen. Das ist so traurig. Der ist viel zu hart. Also das kriege ich nicht auf meine Augen drauf, ne? Man sieht es, glaube ich, auch ganz gut, trotz Setting Spray. Das verbindet sich nämlich null damit. Müsste man das vielleicht irgendwie mit Alkohol oder so machen? Habt ihr da Tipps? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Denn so wird das sehr, sehr hackelig. Ich werde es versuchen, ne? Aber das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Nee, damit kannst du nicht malen. Das funktioniert nicht. Bin ich ehrlich, geht nicht. Hält aber sehr gut jetzt auf meinem Handrücken. Toll. Toll. Ich krieg's nicht mehr ab. Lieber auf meinem Handrücken rumrubbeln als nachher im Auge. Das stimmt wohl, ne? Aber das ist ja richtig krass hier. Aua. Ich krieg den Pinsel auch nicht mehr sauber, glaube ich. Nie wieder. Witzig, dass es an allem einfach haftet, außer am Auge. Ich weiß gar nicht, warum ich den gerade sauber gemacht habe. Der kommt jetzt einfach mal in die Tonne, denn der ist uppe. Ciao. Ja, dann nehme ich doch einfach mal den Catrice Liquid Eyeliner aus der Joker Limited Edition, denn ich glaube, so ein lila Eyeliner hierzu sehe ganz geil aus. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Purish hatte die letztens auch mit dem Sale. Könnt ihr mal vorbeischauen. So, ist ein Dip Eyeliner. Aber zu dem Look ist der mir noch ein bisschen zu hell, ne? Weil man sieht den jetzt wirklich nur so müh davon. Ein bisschen zu wenig. Deswegen ergänze ich den hier mit meinem von Rare Beauty, den ich aktuell in meinem Schminkkit drin habe, um außen halt noch so ein bisschen was Dunkles zu bringen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Das ist so, wie ich mir einen Eyeliner wünsche. Vor allem dieses Lilane da oben drauf, das harmoniert wirklich nice und macht das schon so ein bisschen besonders.
Die Look Fantastic Summer Heroes Limited Edition ist im Juni rausgekommen, aber ich glaube, die gibt es immer noch zu kaufen. Link dazu natürlich in der Infobox. Da ist drin von Urban Decay der All Nighter in einer kleinen Größe mit 15 Millilitern. Das ist eine perfekte Reisegröße und das finde ich richtig nice. Also ich mag dieses Spray sehr gerne und ja. Deswegen habe ich mich da mega drüber gefreut, dass ich das in dieser kleinen Größe auch wiedergefunden habe, weil ich hatte das auch schon vor Jahren schon mal in der Größe. Und ja, irgendwann ist halt die Umverpackung, ich habe die immer wieder neu befüllt, ne, nicht mehr so nice gewesen. Und das Spray, Leute, ist ein Traum. Toller Sprühnebel. Und das fixiert halt richtig krass das Make-up. Das macht es richtig schön langanhaltend. Und dann habe ich jetzt zwei Mascaras, die wir jetzt verwenden werden. Einmal, das habe ich in der großen Größe von der wundervollen Emmy geschenkt gekriegt. Von Yves Saint Laurent ist das die Lash Clash, heißt die, glaube ich. Ja, Lash Clash Mascara geschenkt gekriegt. Die war aber auch in der kleinen Größe in der Beauty.at Box im Juni auch wieder, ne? Jo. Und dann hatte ich in dem Estee Lauder Blockbuster Set von 2023, diese Estee Lauder Mascara, die Sumptuous Extreme Mascara. Beide Mascaras haben so ein Faserbürstchen, beide sind auch so ein bisschen tannenbaumförmig, wobei die Yves Saint Laurent Mascara ein bisschen buschiger aussieht und auch etwas buschiger von den Borsten her, während wir bei der Estee Lauder eine sehr klare Linie vorfinden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Die sind beide vom Ergebnis her schon relativ unterschiedlich. Wir haben hier bei der Estee Lauder Mascara definitiv mehr Länge und hier bei der Yves Saint Laurent etwas mehr Volumen und Fülle. Beide sind jetzt keine Mascara, wo ich sagen würde, definitiv hauen die mich vom Hocker und ich brauche sie definitiv in meinem Leben. Ne? Da gibt es tatsächlich auch aus der Drogerie welche, die vergleichsweise sind oder sogar besser. Hier habe ich sogar allerhand Geschmiere verursacht, sehe ich gerade auch selber. Hier sieht man auch wirklich, wie krass unterschiedlich die vom Ergebnis her sind. Ne? Da muss man einfach für sich selber entscheiden, was einem lieber ist und ja, ob man die halt dann auch wirklich für das Geld, was sie ja kosten, kaufen möchte. Ja, auch so aus der Entfernung. Ne? Der Look kann sich bislang echt gut sehen lassen. Die Base ist so mega geil. Wäre dieser etwas zu dunkle Highlighter nicht, würde es, glaube ich, richtig abgehen wie ein Zäpfchen. Ich finde auch den Augenlook richtig schön. Also theoretisch würde sogar der Haarreif dazu passen. Also das gefällt mir bislang, ne? So, weiter geht die wilde Reise. Ich habe mir bewusst noch keinen Ohrschmuck umgetan, denn hier kommen wir zu dem von der My Little Box. Das hatten wir in welcher My Little Box? Juni 2024 drin. Das sind welche, die machen haptisch auch einen relativ günstigen Eindruck, aber ich finde sie wunderschön. Also ich mochte die schon beim Unboxing sehr gerne leiden. Deswegen habe ich die auch behalten und ich mag halt diesen Boho-Style, ne? Ach so, okay. Dann hat man hier quasi so, perlenmäßig was. Und dann ist das quasi so, mag ich das oder triggert mich das? Hätte ich das cooler gefunden, wenn das dann quasi permanent so gewesen wäre? Ja, eigentlich schon, ne? Weil so ist es halt echt schief. Ist halt so. Passt das zum Look? Nein, aber zum Oberteil. Dann bleiben wir auch mal bei den französischen Boxen. Da hatte ich nämlich in dieser Blissime Splendid Limited Edition von Banana Beauty einen Lip Liner drin in der Farbe Hippie Me. Das ist dieser hier. Und die Box habe ich im April gekauft, / vorgestellt, keine Ahnung. Ein sehr, sehr schöner Ton. Sehr geschmeidiger Lip Liner quasi, ne? Also du musst quasi nur dran denken, mit dem Lip Liner an die Lippen zu kommen und schon hast du Farbe halt drauf. Der ist schon sehr, sehr matt, ne? Also würde farbtechnisch jetzt sogar echt auch zum Look passen, aber ich habe mir noch ein bisschen mehr was an Lippenprodukten hier rausgelegt. Und zwar habe ich von Oolac den Essential Glow Rich Cream Lipstick in der Farbe Babe. Das ist einmal dieser hier. Den hatten wir in verschiedenen Boxen auch immer mal wieder mit drin. Der hier kam jetzt sowohl in der Pink Box März 2024 als auch in dem Eye. Also den hatten wir wirklich schon öfters mit irgendwo mit drin. Vor allem halt auch in genau dieser Farbe, ne? Wunderschön. Also das muss ich wirklich sagen, fühlt sich sehr hochwertig und sehr schwer an. Das ist echt ein schöner Lippenstift, das haben die toll gemacht. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine super krass bekannte Marke ist, ne? Mal gucken, ob der zum Lip Liner passt. Bin ich mal gespannt. Der ist nämlich eher so bräunlich-nudig und schon eher matt. Lässt sich aber schön verblenden. Man sieht jetzt auch, dass ich jetzt nach innen hin eher so eine hellere Lippe habe. Ich glaube, zum Look hätte es wirklich besser gepasst, wenn ich nur diesen Lip Liner genommen hätte oder nur diese Lippenfarbe. Also nur den Lip Liner als Lippenfarbe komplett drauf, ne? Also so eine Ombre-Lippe sieht schon nice aus. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen den Lip Liner außen drum rum noch intensiviert, ne? Ich finde, das kann man auch gut tragen, aber ich bin halt auch so jemand,
ich mag es schon gerne glossy. Deswegen habe ich jetzt hier auch aus einer anderen Mystery, nee, aus der Beauty Bay Must-Haves Juni 2024 Box mir mal diesen Gloss rausgefischt und zwar in der Farbe Clear. Also das ist einfach nur ein durchsichtiger Lipgloss, ne? Genau, und den gebe ich mir jetzt nicht so drüber, sondern ich gebe mir den einfach mal auf den Handrücken. So als kleiner Tipp, wenn man das so nicht unbedingt sich hier drin vielleicht verfärben möchte, ne? Ja, ich rieche es jetzt schon. Der hat so einen mentholigen Plumping-Effekt und ich merke es auch schon auf meiner Hand. Holla. Und dann nehme ich den einfach jetzt hier mit dem Finger und tupfe den etwas drüber, dass ich so ein bisschen mehr das Glossy Finish bekomme. Dadurch nehme ich natürlich auch die Haltbarkeit ein bisschen weg, das ist klar, ne? Einfach so drauf. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Das sieht aber richtig hier, ne, nach Party aus bei mir. Feiere ich total. Und dann komme ich auch zu einem passenden Bodyspray oder Parfum ist es ja quasi, ein Parfüm-Mist. Sol de Janeiro Rio Radiance, das Perfume-Mist, habe ich hier einmal in einer kleinen Größe. Das hatte ich in verschiedenen Boxen drin, unter anderem in der Look Fantastic Summer Heroes Limited Edition und in der Beauty Bay Glow and Go Box, die von Juni 2024 war. Hier haben wir 30 ml drin enthalten und das ist ein ganz, ganz toller Duft, Leute. Oh, das ist so Urlaub. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Das hat ein bisschen was von Sonnencreme natürlich mit dabei. Also, wieso natürlich? Hat es irgendwie, ne? Saubere weiße Blüten, cremige Kokosnussmilch und die Wärme von Sand auf der Sonne. Nein, von Sonne auf dem Sand. Genau, danach soll das riechen. Aha. Für mich persönlich riecht es wirklich ein bisschen nach Sonnencreme. Es riecht einfach auch sehr, also warm. Es riecht einfach wie ein warmer, kuscheliger Urlaubsduft. Also, das ist so mein, ne, Empfinden. Ja, würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Ich finde, der riecht toll. Ich würde den auf gar keinen Fall im Winter tragen, es sei denn, ich möchte einfach mal so kurz ein Sommerfeeling reinbringen. Aber für mich ist es ein absoluter Sommerduft. Ich finde den sehr, sehr schön. Wie gesagt, erinnert mich an die Sonnencreme. Und ich glaube auch, die Sonnencreme von Sol de Janeiro riecht genauso. Ich glaube, das ist aus einer Reihe, oder? Deswegen erinnert mich das wahrscheinlich daran. Ich mag's. Hat auch ein bisschen was von Haarspray, muss man auch dazu sagen. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look mit den Produkten, die ich so in Beautyboxen gefunden habe. Wie findet ihr ihn? Also mir persönlich, ich liebe die Base. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich diese Foundation, entweder, dass ich die halt wirklich jetzt im Sommer auch verwende, ne, weil da passt sie ja offensichtlich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, oder dass ich mir die mal in einer helleren Nuance bestelle, dass ich die halt ganzjährig tragen kann. Aber ich mag auch gerne diesen pinken Look. Das ist auch mal irgendwie ein bisschen anders, aber für mich persönlich einfach gerade auch sehr, sehr schön, weil ich ein bisschen Farbe ins Leben reinbringen möchte und das tut mir heute einfach gut, ein bisschen bunter auszusehen. Die Ohrringe gehen mir auf die Nerven, bin ich ehrlich. Die sind mir zu laut. Und ansonsten bin ich hiervon auch sehr überrascht. Das werde ich auch noch ein bisschen mehr austesten. Der Highlighter, den ich drauf gemacht habe, ist mir leider zu gold, zu dunkel und der passt auch null zum Look. Und ich finde auch die Idee mit diesem weißen Inner Corner mal ganz nice. Was meint ihr? Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!